Wir haben jetzt drei Mixes gebaut mit drei Flavern. Jeweils ein Drittel pro Flavor. Ein Drittel, okay. Normalerweise haben wir das in den Videos immer so gemacht, dass immer nur einzeln probiert wurde. Ja. Bedeutet, wenn ihr jetzt zu zweit hier sitzt, redet nicht drüber am besten. Ja, also nicht über die Flavor, sondern ihr könnt sagen, boah, schwer, keine Ahnung, so Sachen könnt ihr sagen. Ja, natürlich, macht ja keinen Sinn. Im Sinne von, ihr sollt euch untereinander nicht helfen können oder der eine soll nicht das andere A als Ansatz nehmen und sowas. Schreibt euch eine Notiz. Kopf 1, Kopf 2, Kopf 3 oder schreibt White Clay Cosmo, Funnel und Dark Clay Cosmo. So, irgendwie so. Oder Revolver, Union und Grid Mini. So, das könnt ihr schreiben. Okay, was es zu gewinnen gibt, wer mehr errät, 100 Euro Warenwert bei Wolke 7. Auf meinen Neck. Auf meinen Neck. Ehre. Let's go. Erster Zug für euch beide. Okay. Boah, Digga, es riecht so anders hier. Holy shit. Was hast du dir da genommen? Du hast die Revolver? Ne, du hast die Union. Ich sag gar nichts. Ihr könnt hell machen, ihr könnt gestikulieren, ihr könnt euch gegenseitig kaputt. Ich weiß gar nicht, hab ich jetzt 2 oder 4 Züge geholt? Du musst mitzählen, mein Bester. Ich kann's. Chat zählt mal mit. Züge. Schiedsrichter im Chat. Jetzt wisst ihr mal, was das ist. Also ich muss sagen, das Blackburn-Video war schon sehr hart. Also bin ehrlich. Und man ist sich dann teilweise sicher. Ihr habt sogar noch schwieriger, weil ihr habt halt alle Flavors irgendwo. Und ihr müsst jetzt teilweise Aromen erraten oder direkt den Flavornamen nennen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch schreiben, ey, ich sag jetzt keinen Flavornamen, Flavorname, Schrägstrich, das ist Apfelzimt. Selbst wenn das dann nicht genau der Flavorname ist, würde das dann auch reichen, wenn es zumindest das Grundaroma irgendwo... Also, das ist dann so, Flavorname gibt 2 Punkte und Flavorrichtung gibt 1 Punkt oder... Nein, nicht, alles so kompliziert würde ich es nicht machen. Super. Also bei dir riecht geisteskrank, ne? Also das ist unfassbar bei dem Mix, ja. Ja, der Mix... Ja, ein Flavor, wenn du hier stehst ungefähr... Ein schmecke ich auch wirklich... Ein schmecke ich auch wirklich ohne. Durch? Nee, ich hab 10. Ist also auch so, sehe ich auch so. Also 13 Züge sind es. Ja, 13. Dann hab ich noch 3. Hintergrundbild, Glück bringen. Ja, das ehrlich. Zähl mal her. Wen hat mir das vorhin schon geschrieben? Er hat einfach das als Hintergrundbild. Digga, so bin ich heute Morgen aufgewacht. Ich schwör's dir. Brutal. Alles. Okay, erstes Zimmer. Also wenn ich euch gleich sage, was ich eingeloggt habe bei der Revolver, macht ihr im Stream Hashtag Comedy. Also, die beiden haben jetzt die ersten beiden Köpfe probiert, jetzt kommt der letzte. Heißt, ihr habt 6 von 9 schon eingeloggt quasi. Eingeloggt noch nicht, aber zumindest die Notizen gemacht. 2 von 3 Köpfen. Jetzt der letzte. 13 Züge für die letzten. Wer mehr Flavor aus den 3 Mixes errät, bekommt einen 100 Euro Gutschein für Wolke 7. Folgender Vorschlag. Ich würde jetzt durchzählen, würde sagen, wie viele Gesamtpunktzahlen jeweils, also nicht wer welche Punktzahlen hat, ich würde die Gesamtpunktzahlen sagen. Und dann wäre mein Vorschlag, gehe ich jeden Mix durch und sage, was ihr gegessen habt und sage, was ihr getroffen habt. Ja. Ich glaube, das ist noch ein bisschen mehr Spannung, dann ist zumindest schon mal klar, wer, also nicht wer gewonnen hat, aber dass einer so ein bisschen gewinnt hat. Dass einer auf jeden Fall mehr hat. Das wäre zumindest schon mal, bevor wir jetzt hier durchgehen und dann ist Gleichstand, macht halt keinen Sinn. Ja. Ich zähle jetzt einmal, dann sage ich nicht, wer mehr hat oder wer die jeweiligen Punktzahlen hat, dann sage ich aber, was hier drin ist und sage, wer was getroffen hat und so weiter. Ja. Okay, dann lasst mich einmal kurz hier, ihr könnt weiter talken untereinander, aber ich zieh mich einmal hier zurück. Ich sag dir schon mal GG. Ich weiß nee, auch nicht. Also bei dem finde ich eine, also wenn du... Sag ganz ehrlich, also... Für mich ist da zu 100% ein Green Tea drin. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass du den nicht rausschmeckst. Da ist Green Tea drin. Also ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Wir gehen ja eh nochmal gleich die Flavor durch, falls da irgendwas auffällt. Ich habe gezählt, laut meiner, also es sind halt Aromen und Flavornamen, deswegen ist es ein bisschen schwierig, falls ich mich vertan habe. Ja, es ist aber trotzdem relativ deutlich. Wir haben eine Person mit einem richtigen, eine Person mit einer richtigen, mit einem richtigen Aroma, mit einem richtigen Flavornamen und eine Person, die gewonnen hat, mit 3 richtigen. 3 von 9. 3 von 9, 1 von 9. Komm. Was denkt ihr? Wer hat? Ja, safe. Also ich denke, also die eine Person hat nur eines richtig, aber dafür mit Flavornamen. Ja. Dann zählt ein Punkt, ist alles nur ein dann Punkt. Dann denke ich, da ist kein Rocketman drin und deswegen mit dem Unicorn Treats denke ich, bin ich da richtig. Das heißt, ich denke, ich habe nur die Unicorn Treats. Heißt, du hast einen Punkt, denkst du? Ja. Was denkst du? Wer hat gewonnen? Ich würde eher auf Bene tippen. Dass er vielleicht noch was bekommen. Also gerade bei dem hinten
vielleicht eine Note, die ich drin habe, die ich auch in der Liste drin habe, die richtig sein kann. Aber sonst bin ich mir nur bei denen sicher, dass ich wirklich einen habe ich safe. Aber mehr kann ich dir nicht sagen. Wir fangen an mit der Union Hooker. Sleek. Ja. Eure Guesses waren, ich lese einfach mal eure Guesses erst vor. Yannick hat gesagt, in der Union Hooker Sleek ist ein kompletter Tangiers-Mix drin. Mhm. Aus Ululuki, Kashmir Peach und Eric's Mango. Das hat Yannick gesagt. Bene hat gesagt, in der Union Hooker Sleek sind drinnen Cola / Ululuki. Ja. Ist beides das gleiche, dementsprechend gleicher Guess von euch. Lemon hat er gesagt. Und Eisbonbon. Woher kommt Eisbonbon? Keine Ahnung, ich habe irgendwie im Abgang sowas, irgendwie sowas Leichtes von so einem Eisbonbon-Geschmack. Also nicht so eine Mentholnote, sondern wirklich diesen Geschmack von einem Eisbonbon. Ihr seid beide ja schon sehr konkret auf Tangiers gegangen, aus einem bestimmten Grund, dass Eis den Kopf gebaut hat. Das war leider miese, weil es sollte nicht klar sein, wer den Kopf gebaut hat. Aber das ist der einzige im Funnel. Wahrscheinlich ist das auch nochmal ein Hint gewesen. Also deswegen frage ich mich, wie du auf Eisbonbon gekommen bist. Das wollte ich noch sagen. Ohne dass ich jetzt wüsste, dass alles im Kopf gebaut hat. Allein durch die penetrante Grundnote wüsste ich, dass mindestens ein Tangis drin ist. Safe, ich auch. Also ich wollte nur sagen, Eisbonbon. Wieso bist du auf Eisbonbon gekommen, wenn du sagst, da ist Tangis wahrscheinlich drin? Weil es hat meines Wissens kein Eisbonbon, oder? Doch, es gibt einen Eisbonbon, aber den würdest du so penetrant rausschmecken, das wäre Blitzsturm. Das ist, ich glaube, gelistet als Eisbonbon Lavendel. Ist nur Lavendel. Eisbonbon ist Quatsch. Ja, deswegen, ich finde es auch Quatsch. Der hat zwar eine Kühle mit drin, aber der schmeckt nicht nach Eisbonbon. Also diese Gletscher-Eisbonbons, die man normal als Aroma kennt, in Tabak oder in... Genau, in sowas habe ich tatsächlich gedacht. Also so schmeckt kein Tangis. Es gibt keinen Eisbonbon, der nach Gletscher-Eisbonbon schmeckt von Tangis. Deswegen wundert mich das. Ich frage nur. Also nicht bloßzustellen. Nee, um Gottes Willen. Also mein Tipp war halt so, erstens so, weil Alex auch schon so rauskam und so uns den Kopf so gezeigt hat, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das so ein leichter Troll, so in dem Sinne, ist so, dass wir direkt von ausgehen, dass es Tangis ist und halt eigentlich was anderes reingebaut. Verstehe. Dass er uns so verwirren will. Das ist gut, ich brauche nicht. Dass er irgendwie wirklich noch was anderes reingebaut hat, außer ein Tangis. Wollt ihr die Auflösung wissen oder wollt ihr noch was sagen dazu? Nee, ich würde es gerne, ich will, wobei, also das Einzige, was ich noch dazu sagen kann. Lass erst doch einfach jede Pfeife durchgehen, dann jeder Guest von jedem. Weil wir haben ja jetzt nicht jeden Gast, weißt du, was du sagst? Ich würde die Pfeife abschließen, weil ich habe schon ganz guten Plot und eine ganz gute Storyline. Passt schon ganz gut, ich habe mir schon... Hat schon wieder hier richtig geplant. Nein, das hat gepasst. Ich bin gerade einmal gedanklich durchgegangen, wie wir es machen können. Ich würde es so machen, ich glaube, es ist besser. Okay. Also, die Union Hookers League, da waren wir. Wir haben eure Guesses gesagt und ich sage euch jetzt, was da drin ist. Der liebe Alex hat in einem Funnel Folgendes gebaut. Einen Mix aus Tangiers, Kashmir Black... Kein Treffer. Tangiers, Kane Mint. Kein Treffer. Null. Das war dann diese Richtung, wo ich in Richtung Eisbonbon vielleicht gedacht habe, für den Abgang. Ich wusste, dass es Richtung Kashmir geht. Weil ich kenne die Note dazu, ich wusste aber nicht. Also, das ist tückisch daran, finde ich. Ja, das kann alles ein bisschen sein. Ich finde halt auch, also den ich halt am meisten damit verglichen habe, war halt Kashmir Peach Burley. Weil ich. Diese unverkannte Burley-Note, wenn du halt Kashmir Burley holst, ist halt wirklich geisteskrank. Und da dachte ich halt als erster Kashmir Peach, weil das ist das Einzige, so wirklich, was ich davon kenne. Aber ja. Soll ich den letzten auflösen? Es gibt einen Treffer bei einem von euch. Und zwar ist das letzte Aroma, was da drin ist, Tangiers New Lemon Lime. Und wer hat es richtig? Ich. Bene. Bene hat Lemon geschrieben. Und das ist das Aroma, was stimmt. Dankeschön. Lemon Lime ist im erweiterten Sinne Lemon. Ja. Es ist in amerikanischen Sinne Lemon Lime. Das passt. Ja. Passt, das zähle ich. Bene mit dem ersten Treffer. Und jetzt weiß ich, warum wir weitermachen. Wir machen weiter mit einer Pfeife, die nicht neben mir steht, sondern wir machen weiter mit der Revolver. Ja. Wir gehen eure Gäste erst durch, richtig? Ja. Wir fangen an mit Bene. Und zwar hat Bene bei der Revolver Folgendes gegessen. Schokolade? Never ever. Never ever ist Schokolade. Nee, da ist nichts. Schokolade. Blueberry? Zu 100% nicht. Und Watermelon? Alles drei. Ich habe halt nichts drauf. Also, das meine ich nicht despektierlich, aber... Da muss der Tröten-Sound eigentlich kommen. Alles gut. Also, da ist komplett... Komplett reingekackt worden. Da hat es geschmeckt und da habe ich irgendwie mir selber irgendwas rein interpretiert. Da kracht es halt komplett.
Was mich jetzt wundert, wenn wir zu Yannick rübergehen. Also ich kann sagen, Bene war schwierig. Ja. Ich löse es gleich erst auf. Aber Yannick hat tatsächlich nicht das Aroma aufgeschrieben, wo ich gedacht hätte, dass du gesagt hast, das schmeckst du raus. Welches hast du rausgeschmeckt? Green Tea. Green Tea wäre für mich das penetranteste und danach wäre der Guess Richtung Lemon Sweet. Weil so eine Candy-Note mitschwebt, die ich... Also, ich sag erstmal, Yannick hat Green Tea von Blackburn aufgeschrieben. Harobin, ich denke, das ist Haribon. Ja, Haribon. Entschuldigung. Ist nicht schlimm, alles gut. Haribon, aka Cola. Ja. Und Lemon Sweet hast du aufgeschrieben. Mich wundert, weil für mich das Penetranz, was ich rausschmecke, Must Have Coconut. Habe ich nie gehabt. LOL. Ja? Sagst du ja? Oder immer noch nicht? Jetzt ja? Schupf also, von den Augen. Coconut, ganz entfernt. Diese Gurkenlimo. Das erklärt. Sagst du, schmeckst du nicht raus? Jetzt auch nicht. Auch wenn ich es dir gesagt habe, dass da Must Have Coconut drin ist. Ich würde halt, also das Einzige, was ich da so ein bisschen rausschmecke, ist halt dieses Limonaden-ähnliche und das war, glaube ich, das, was mich halt auf Lemon Sweets gebracht hat. Okay. Soll ich mal ins zweite Aroma sagen, was da drin ist? Blackburn Kiwi Stoner. Oh mein Gott. Ich finde, der letzte Flavor fehlt noch. Must Have Coconut, penetrantesten. Kiwi Stoner geht auch in so eine leichte Meaty-Richtung, finde ich. Kiwi Stoner Platz 2, weil du so eine leichte Kiwi mit dieser cremigen Kiwi Stoner Note hast. Ja, ich kenne, also jetzt wo du sagst, ja, ich mag Kiwi Stoner nicht besonders, aber ja. Ich auch nicht, aber ich hab's rausgeschmeckt. Letzte, Blackburn Lemon Sweets. Und das ist der Treffer für Yannick. Das steht 1-1. Also ich muss ganz klar sagen, Coconut Platz 1 schmeckt man sofort raus, meiner Meinung nach. Kiwi Stoner 2, Lemon Sweets fand ich erst beim dritten Zug, als ich gerade nochmal zu mir den Schlauch gegeben hast, dann erst rausgeschmeckt. Ja, ich fand Lemon Sweets war mit Abstand das Schwierigste darin, finde ich. Und das wundert mich, dass du den getroffen hast. Ich hab als erstes, warum auch immer, an Green Tea gedacht. Im ersten Moment 100% an Green Tea gedacht. Ich hab eben noch so gesagt, die schmecken jetzt auch was. Aber ja, jetzt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, der Kiwi Stoner von Blackburn schmeckt halt nicht wie so eine klassische Kiwi. Ich finde, der geht auch wirklich in so eine leichte Green Tea, in so eine etwas würziger, das ist das falsche Wort, aber. Trocken. Ich finde den genau, trocken. Genau, in so eine Richtung, der endet in Green Tea. Deswegen, ich denke, den hast du auch wahrscheinlich rausgespielt als Green Tea. Yannick hat in der Grid Mini folgendes rausgeschmeckt. Er hat als ersten Flavor Lime aufgeschrieben, als zweiten Flavor Zitrone aufgeschrieben und beim dritten Flavor Lemon Lime aufgeschrieben. Was ist denn das für ein Mix? Ich hätte jetzt eher... Jetzt erzähl mal, was du davon gedacht hast. Ich habe irgendwann keine... Ich habe ja noch nichts gesagt, also es kann ja sein, dass zwei Sachen richtig sind. Ich muss dazu sagen, beim Lemon Lime hätte ich vielleicht noch Overdose dazu schreiben sollen, weil ich denke, dass es eher Richtung Overdose geht. Weil, ist ja geil, wenn man gesagt, wenn das Aroma drin ist, ja, und wenn also, da zwei Aromen drin sind, weil, das Treffen passt. So, ich habe halt wirklich nur Richtung Zitrone, Limette rausgespeckt. So, der Rest war für mich Mysterium. Ich habe auch nichts gerochen, als es unten rauskam, dass ich irgendwie einen anderen Guess hätte. Ich habe wirklich nur rein Richtung Zitrone, Limette geschmeckt. Okay. Da hat es komplett gekracht. Okay. Wir sind bei Bene angekommen. Das ist quasi jetzt das Letzte, was ich noch sage, bevor wir es auflösen. Ja. Und wissen, wer gewonnen hat. Bene hat aufgeschrieben, einen Mix aus Must Have Rocket Man, Must Have Kiwi Smoothie, Must Have Unicorn Treats. Wie reagierst du darauf? Also mit Kiwi-Smoothie würde ich vielleicht mitgehen, aber bei Unicorn-Treats, also ich habe da wirklich exakt null irgendwas Cremiges rausgeschmeckt und ich finde, der geht in eine leicht cremige Richtung. Aber ich habe ihn dafür zu wenig geraucht, also kann ich noch nicht so viel zu sagen. Okay. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wenn da, ich habe den zuerst für den geraucht und mir kam direkt wirklich so eine Kiwi, wirklich, ich habe eine Kiwi direkt rausgeschmeckt, meiner Meinung nach. Das war das Erste, was ich wirklich geschmeckt habe, gerade halt. Ich muss dazu sagen, ich habe damals den Kiwi Smoothie, war einer so meiner ersten Darkbands, die ich halt wirklich, wirklich richtig weggesuchtet habe. Ja gut, okay, ja, Kiwi Smoothie ist halt auch absolut legendär. Also ja, ja. Okay, ja. Okay. Mich wundert's,
bevor ich auflöse, was, also ich gehe mal ein bisschen nochmal durch. Weder Kiwi noch Lemon drin. Ich dachte, wir haben ein bisschen connected, weil das erste, was ich hier rausrieche und schmecke, ist Must-Have. Cola. Was? Ne. Never. Darf ich mir nochmal... Aber sicher. Aber never sicher. Ever. Never ever. Da und das ich. Ist mit Abstand das Penetranteste in diesem Mix. 100%. 100% meiner Meinung nach. Bevor ich die anderen beiden sage... Da kracht es ja wirklich komplett. Warte kurz. Das ist ja wirklich... Ach du Schande. Jetzt. Warte noch kurz. Ich hab die Kohle reingelegt. Ist das so? Jetzt will ich auch mal probieren, aber ich... Ist ohne Witz. Cola, ach du Schande. Wenn du das weißt, das ist krank. Jetzt kannst du mal ziehen. Du kriegst rechts. Ich werde mir gleich beide Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil irgendjemand hat hier zwei gegessen, richtig. Ich sage, selbst wenn ihr Must-Have Cola nicht kennt, der ist nochmal ein bisschen anders so als die anderen Cola rum. Cola riechst du und schmeckst du. Das ist eine abgestandene Cola. Ich finde, Must-Have Cola ist eine abgestandene Cola. Mein persönlicher Fall ist es nicht. In dem Mix finde ich den sehr gut. Ja, also den Mix habe ich auch schon mal in der Story gehabt, tatsächlich. Gut, ja, dann ist... Schmeckst du Cola? Ja, zu 100%. Gut. So, ja, aber ich rieche den hier die ganze Zeit und ich dachte, du hast connected. Ja, ich habe gar nicht connected. Okay. So gar nicht. Okay. So, oh mein... Ja, sollen wir weitermachen? Ja. Mir ist gerade in der Zählung vielleicht eine Sache aufgefallen, die eventuell was anpassen, also... irgendeine Anpassung notwendig macht, die würde aber im Gesamtergebnis nichts mehr ändern. Ja. Das Ding ist du hast... Na, warten wir. Rocketman. Ja. Ist Rocketman noch drin? Es ist Rocketman noch drin. Please. Es ist Rocketman noch drin. Alles ein Drittel. Cola, Rocketman. Und ich kann sagen, dass der letzte Flavor tatsächlich... auch ein Must-Have-Flavor ist und tatsächlich Unicorn-Treats ist. Sick. Okay, das geht. Aber ich finde, den Rocketman habe ich, bevor ich das mit der Cola gewusst habe, am intensivsten rausgekriegt. Lass mich noch eine Sache dazu sagen. Mir ist im Verlauf jetzt aufgefallen, dass du, Yannick, Lime mit Zitrone, Lemon, Lime aufgeschrieben hast. Ja. Im erweitertsten Sinne ist Rocketman das noch, würde ich sagen. Es ist ein Zitrus-Mix mit anderen Sachen. Ja, ich habe... Ich will nur sagen, mir ist gerade erst aufgefallen. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Aber selbst dann, sage ich, herzlichen Glückwunsch. Bene Ristos, starkes Ding. GG. Bene, auch stark, Yannick, auch stark. Bene ist der Gewinner. Er hat im letzten Mix tatsächlich alles rausgeholt. Deswegen habe ich das alles so aufgebaut. Still on my feet, kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I.